Unbemerkt ist es immer größer geworden. Wochenlang. Vor einigen Tagen aber haben es Monika und Heinz Siebernödel dann entdeckt. Da sind wir aufgestanden und da war oben die Haustiere ein ganzer Schwarm voller Nissen. Ja, danach ist das Licht gebrannt. Und da sind wir erschrocken. Ja, dann haben wir gleich den Hinterausgang gewählt und die Gäste alle hinten ausgeschickt. Ja. Das Nest hängt am Giebel ihres Reiterhofs in Illertissen. Und das ist ein Problem, meinen Fritz Singer und Christian Liebsch, Naturschutzwächter und Hornissenexperten im Landkreis Neu-Ulm. Denn hier sind viele Menschen unterwegs und es wohnen auch Gäste im Hotel. Wenn die am Abend im Bett liegen oder wenn das Fenster oder die Tür aufmacht und zeigt, wissen sie, dass sie das nicht, dann sind sie das ganze Zimmer voll. Das ist eine berechtigte Sache, dass man das entfernt, das Nest, und umsiedelt. Sonst, wenn jetzt sagt, kein Fenster wäre da oben, dann hätte ich gesagt, gut, die machen nichts, das ist ja bestimmt eine Höhe, das kann man dulden. Das hätte ich selber so gesagt, weil wir sind ja auch tierliebende Menschen. Naturverbunden. Es ist ziemlich groß, das Nest, das hat bestimmt einen halben Quadratmeter. Wichtig ist halt, dass wir das Nestinnere, den Korpus mit der Königin wegbringen. Und das ist schon die halbe Miete. Wir schaffen das. Ich hoffe es. Wir drücken den Daumen. Hornissen stehen unter Artenschutz. Die Tiere dürfen nicht getötet. Und die Nester nur mit naturschutzfachlicher Genehmigung entfernt werden. Wie in diesem Fall. Die beiden machen das seit 5 Jahren. Es ist das erste Nest, das sie heuer umsiedeln werden. Wenn es normal läuft, dann haben wir absaugen, dann schneiden wir am Nest ein Stück runter, macht den Kast auf, tut das Nest, die Kugel nimmer, tut die Neumacht wieder zu. Und dann bleibt man noch ein wenig da und tut den Rest voll absaugen, was noch so rumschwirrt. Lassen sich dir das einfach gefallen? Ja, eigentlich nicht so einfach, aber das wäre es gleich, wenn sie in einer Wohnung sind oder im Haus und es käme jetzt jemand und tät sie rausschmeißen. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Da tätet sich auch, wehren. Und die Hornissen wehren sich dann auch? Ja, die kommen dann schon, die hocken schon überall an und versuchen zum Stechen. Fritz Singer selbst ist allerdings noch nie gestochen worden. Okay. Genau wie Gertraud Drechsler. Die Rentnerin aus Bellenberg bei Illertissen lebt jetzt seit bald einem Monat mit Hunderten von kleinen Untermietern. Ich war beim Blumengießen und war überrascht, dass hier so viel Dreck liegt. Am nächsten Tag war noch mehr da und dann habe ich erst nach oben geguckt, ob das von oben kommt. Tatsächlich, ein Einflugloch zu einem Hornissennest im 50 Jahre alten Dachbalken. Ich war schon beunruhigt. Und dann ist mir gekommen, Hornissen sind gefährlicher wie Wespen. Gertraud Drechsler hat sofort die untere Naturschutzbehörde angerufen. In deren Auftrag hat Fritz Singer das Nest inspiziert und Entwarnung gegeben. Eine Hornisse, die ist nicht angriffslustig, die hört nichts, die ist kurzsichtig, darum fliegt sie mal auch jemand um den Kopf herum. Das macht gar nichts. Aber die geht wieder, die stechert wieder. Außer man schlägt danach. Also seit ihrer ersten Beratung war ich ruhig. Ich habe weiter meine Blumen gegossen, mein Fenster putzt. Da war also keine Angst mehr vorhanden. Das macht mich erstens einmal glücklich und dass ich meinen Auftrag auch gut erfüllt habe. Das rüberzubringen, dass die Hornissen nicht gefährlich sind. Die Hornissen dürfen im Dachbalken bleiben. Mit dem ersten Frost werden sie ganz natürlich sterben. Am Reiterhof ist jetzt alles vorbereitet. Fritz Singer und Christian Liebsch wollen erstmal möglichst viele Tiere einsaugen. Schaden tut denen das nicht. Der wichtigste Moment ist, wenn ich die Wabe nehme. Also das Nest, das Hauptnest. Das muss ich dann mit beiden Händen schälen, vorsichtig nehmen. Und dann kommt das runter und muss so schnell wie möglich in der Kaste rein. Und der wird die neue Heimat des Hornissenvolks sein. Jetzt geht's rund, mein Lieber. Die kommen aus alle Richtungen raus. Oh, das Nest fällt schon raus. 2 Teile zumindest. Von der Königin bislang noch keine Spur. Trotzdem werden alle Wabenteile gesichert. Ich nehme jetzt ein Messer und schneide mal ein Stück weg. Die Hülle wird nicht mehr gebraucht. Wichtig ist die Wabe mit der Königin. Jetzt muss ich es gleich packen, das Nest, das Hauptnest.
Da sollte jetzt die Königin mit dabei sein, oder? Also die Königin, die haben wir jetzt schon drin. Mit dem zweiten Nest haben wir Königin raus da. Ohne die könnte das Volk nicht weiter existieren. Und je mehr Hornissen sie jetzt noch einsammeln, desto höher sind die Überlebenschancen. Je vollständiger das Volk, desto besser. Die, die rumfliegen, müssen wir noch mitnehmen. Aber es war jetzt schon weniger jetzt. Also schlimm ist es nicht mehr, die, was rumfliegen. Das, die können wir verschmatzen. Die paar Reize. Eine Dreiviertelstunde hat's gedauert. Mission erfüllt. So. Gut, das klappt. Heute sehr. Ja. Gott sei Dank. Ja, ich bin schon froh, dass ich passiert ist. Ja. Das war ein starkes Volk. Ja. Sehr stark. Am Anfang habe ich gerechnet so mit 150, 200 vielleicht. Aber das war ja ein Riesennest. Das dürfte nicht so ungefähr 400 gewesen sein. Eine Meisterleistung. Voll. Die müssen jetzt mindestens 5 Kilometer weg von dem Ort. Ja. Und wo kommen sie jetzt hin? Nach Buch. Da habe ich was vorbereitet. Ist es zu Ihnen? Ja, zu mir. Die nehme ich mit zu mir. Da habe ich was vorbereitet und die hänge ich bei mir und holze den an. Da ist unten der Bänkle da, da kann ich am Abend nachsitzen und kann es beobachten. Vom Reiterhof sind es Luftlinie etwa 8 Kilometer in den Garten von Fritz Singer in Buch. Hier finden die Hornissen nun ihr neues Zuhause. Und sie haben sogar eine Aufgabe, nämlich die Weinreben zu schützen. Und da sind jetzt noch ziemlich Weintrauben da. Jetzt hoffe ich, dass die Wespen fressen, dann kriege ich meine Trauben. Hornissen fressen Wespen? Jawohl. Hornisse ist ein Fleischfresser. Ist der stärkste Gegner für die Wespen. Zuckerwasser tut's als erste Stärkung nach dem Umzug erstmal auch. Ich mache jetzt das andere auf. Ja, die kommen jetzt da schon runter. Da. Und was ist mit einem Stich? Alpinerstich ist 10-mal stärker, vom Gift her. Hornisserstich ist halt schmerzhafter, weil er dicker ist. Der Stachel ist dicker. Mich steigt jetzt wieder. Jetzt kommt die erste oben raus. Die fliegt jetzt eine kleine Runde und dann geht sie wieder rein. Jetzt haben sie es verlegen lassen, jetzt sind sie da. Ja, jetzt habe ich am Abend immer was zum Beobachten da drin. Wenn die außen einfliegen, das ist so, das ist beruhigend. Das ist so beruhigend für mich. Wenn es doch nur immer so einfach wäre mit dem Zusammenleben. Wie bei Fritz Singer und seinen Hornissen.